Vorsicht, bissiger Torwart, müsste es bei diesem Fußballspiel in Rumänien wohl heißen. Die unglaublichen Szenen gab es am Mittwoch in der Partie zwischen Petrolul Ploiești und Gaz Metan Mediaș zu sehen. Es steht 1:0 für Gaz Metan. Ein Spieler der führenden Mannschaft liegt auf dem Rasen und schindet Zeit. Sehr zum Ärger der unterlegenen Gegner. Auch Petrolul-Keeper Mircea Bonescu kocht vor Wut. Und er beißt kurze Zeit später tatsächlich zu. Es folgen tumultartige Szenen, die nichts mehr mit Fußball zu tun haben. Nicht nur der bissige Keeper wird vom Platz gestellt. Schiedsrichter Sebastian Kolecku verteilt insgesamt 7 rote und 13 gelbe Karten. Kurz vor Schluss, in der 14. Nachspielminute, gelingt Petrolul doch noch der Ausgleich. Und so endet das verrückte Spiel mit 1:1 Unentschieden.